So, meine Damen und Herren, na, Leute, hi. Das Auto ist wieder hier vorne, in die erste Halle. Also hier passiert Polieren, Versiegeln und ist hier vorne, weil ich putze den Innenraum jetzt. Ich habe das Auto geschliffen, war ein paar Stellen, wo 3, 4, 5 Mal halt, so ist das, und danach poliert. Und die Refining Stage, das ist, ich denke, Anti-Hologramm oder sowas. Aber ist schon kein Hologramm drin, aber dann wird noch mehr Glanz rausgeholt. Das ist das letzte Schritt. Und wenn du das Auto aussaust oder so, du machst noch Staub, du machst noch Dreck. Und ich möchte nicht, dass dieser Dreck irgendwie in die Pad reinsteckt und dann machst du wieder Hologramme, wieder feine Kratzer rein. Deswegen erst einmal, ich habe geschliffen, poliert. Jetzt mache ich das Innenraum. Wenn das Innenraum überall fertig, dann von jeder Eck, von jeder Ritze die Staub. Ich entferne die Staub und dann wird mit Finish-Politur. Dann werde ich rübergehen. Und das mag nicht so viel Staub. Das macht fast gar keinen Staub. Und dann abreiben und dann versiegeln. So. Kurz Update von die Porsche, nicht also ohne Ö, ist fertig poliert, aber da kommen noch die Staub und die Politur von die Risse, Fokus, will er nicht, egal, von die Risse rauszunehmen oder so wie hier sauber machen, da. Die muss er weg. Sowieso, ich zeige euch später ein detailliertes Aufnahme für die Porsche, wie ist das geworden. Und das nächste ist hier. Das ist ein BMW mit M-Paket. Ja, und das übernächste ist da. Und dann nach die. Und dann nach die Volvo. Also Arbeit ist da. Gott ist gut. Mit guten Menschen, denke ich. Dankeschön, gut. Und heute versiegeln wir das Auto. Aber vorher erst einmal will ich noch die Bude putzen. Die Bude ist sehr, sehr, sehr dreckig. Mit dem speziellen Gerät. Und nach die Bude putzen. Ungefähr eine halbe Stunde dauert. Und jetzt habe ich hier in die Werkstatt 15,8 Grad, genau. Und dann wird ungefähr bis dahin 17 Grad und, oder 18 oder 19. Und für diese Versiegelung ist zwischen 15 und 25 Grad ideal, denke ich, ja. Und da habe ich die ideale Temperatur bis dahin. Klima läuft. Ja. So, fangen wir an mit dem Boden putzen. Ah, warum will ich die Boden putzen? Wegen Staub. Wenn ich versiegel das Auto, ich will umso wie möglich die Raum komplett staubfrei haben. Sowieso geht nicht komplett 100% staubfrei. Aber wie möglich halt so staubfrei soll ich das haben hier. So fangen wir an.
Aha. Dann wollen wir ja mal. Also, die sind die Versiegelung. Miyabiko, erster Schicht. Und dann lag Eisen, zweiter Schicht. Die Block, die Handschuhe, Lampe, noch eine Lampe. Und das Wichtigste ist der Schutz. Schutz, das ist sehr, sehr wichtig heutzutage. Und jetzt Stoppdach imprägnieren. Schreibe ich zu. Und jetzt machen wir. Und jetzt einmassieren. Also über Stoffdachversiegelung, ich mache immer zwei Schichten drauf. Das erste Schicht, ihr habt das gesehen, ich habe drauf gespült, die Versiegelung. Ich kann euch das auch zeigen. Ich nutze die, ich bin mit dieser zufrieden, ganz einfach. Meguiar's Focus, ja, mit die. Also ich spüle erste Schicht drauf. Und ihr habt bestimmt gesehen in ein paar Videos, dann die Leute kommen mit Mikrofasertüchern. Wow. Leute kommen mit so Mikrofasertüchern und dann reibt das, also massieren ein. Ich mag das nicht so, gefällt mir nicht mit Mikrofasertuch, weil dann bleibt so Fussel da drauf. Deswegen, ich mag immer mit Gummihandschuhe. Mit Gummihandschuhe schön auf Stoppdach so. Also ich ziehe auf meine Hand drauf, ich massiere das ein und jetzt lasse ich das 24 Stunden so wie ist. Also ich mache hier den Vorhang zu, soll hier staubfrei sein, so wie das möglich. Und dann morgen komme ich und mache ich das zweite Schicht drauf und das lasse ich so. Das massiere ich nicht ein, das lasse ich einfach so. Und dann wir sind fertig mit dem Bursche. Also, ich möchte verschnellern diese 24 Stunden Trocknungszeit bei dem Stoffdach und so. Ich nutze diese Infrarottrockner, Infrarotstrahler. Und ich mache mir das, weil heute Abend, bevor ich heimgehe, ich möchte die zweite Schicht auch drauf machen. Und jetzt lassen wir das so. Später, ich mache diese Lampe auf die andere Seite, dort auch. Und dann kann ich anfangen, die Scheibenversiegelung. Thank you.
So, bis das trocknet, ich zeige euch ein bisschen Update hier in die Werkstatt, was passiert noch aus diesem Auto. Red Light Street. Ja, hier vorne die Juke ist fertig. Sieht schön aus. Das die BMW ist auch fertig. Sieht nicht schlecht aus. Und das ist heute gekommen. Nicht schlecht. Schöne Innenausstattung. Carbon. Dann habe ich noch die. Und die Volvo. Ich habe nicht genug Zeit, soll ich Videos machen über alle Autos. Aber ich würde ein Video machen über diese Audi. Und dann, ja, nach diese Audi. Also morgen ich mache die Golf und dann nach Sonntag mache ich die Volvo. Und dann irgendwann, nächste Woche, hoffe ich, da ist die, das ist ein Mustang, ein Oldtimer, über die Auto mache ich auch Videos, über die Auto mache ich auch ein Video, also 1, 2, 3, 4 Videos. Okay, also jetzt, ich warte so trocknen, die Dach und dann nochmal rüber gehen mit die Imprägnierung, Dingsbums und dann kann ich heimgehen. So, das zweite Schicht ist drauf und jetzt, ich gehe heim, jetzt lasse ich das Ganze nach so lange trocknen. Dann morgen kann das rausgehen. Na, bis später. Ciao, ciao.